Hallöchen, herzlich willkommen hier, Kaleidoskop hier, Andi und so weiter. Heute mal ein etwas kürzerer Vlog und zwar weiß ich nicht momentan. Jedenfalls, warum gestern nichts kam, kann ich euch jetzt mal erklären. Und zwar wurde bei mir renoviert, ja, so ein bisschen gestrichen und es sah chaotisch bei mir zu Hause aus. Der Rechner war auch abgeschlossen, weil wir mussten ja auch dahinter so ein bisschen rumstreichen. Deswegen war der Rechner auch nicht aktiv und deswegen kam auch kein Video, weil es wirklich bis abends ging und dann wieder alles anschließen und sowas alles. Deswegen kam gestern leider nichts. Wenn alles klappt, weil ich habe dann noch festgestellt, ich wollte noch schnell Info machen. Da hat dann aber mein Magix ein bisschen abgespackt. Deswegen, wenn jetzt Bilder kommen, dann hat es geklappt. Wenn keine Bilder kommen, dann lade ich das pur hoch, ohne irgendwie zu verändern. Nur ich wollte euch nur Bescheid wissen, dass es leider nicht geklappt hat, dass ich gestern was gemacht habe und heute gerade so ein bisschen alles auf Vordermann gekriegt, die ganzen Sachen wieder zurechtgerückt. Es ist noch ein bisschen kahl hier, kommen noch so ein paar Bilder dann alles hin und ein Wandtattoo soll dann hier nochmal hinkommen. Könnt ihr mal gute Vorschläge für ein cooles Wandtattoo mal geben? Die gibt es ja nicht zum Abziehen und Draufkleben. Könnt ihr unten mal reinschreiben. Gut, das zum Thema, warum gestern nichts kam. So, dann habe ich eine neue Idee am Start. Die habe ich mir so ein bisschen abgeguckt, gebe ich zu. Und zwar hat ja Anipalast, das ist ein cooler Kanal. Wenn ich den jetzt, wie gesagt, wenn das alles klappt, dann seht ihr jetzt hier auch ein kleines Bild von dem Kanal. Er macht sowas, ja, so Reviews und Podcast über Animes, aber nur rein über Animes, keine Mangas. Sondern macht er so Summer Season 2013, Spring Season und sowas alles. Und er hat da jetzt was, und zwar möchte er mit euch zusammen, damit habe ich auch mitgemacht, mit seinen Abonnenten zusammen ein Ranking machen, und zwar die Top, der Top Anime 2013 soll, glaube ich, ein Top 100, nee, oder Top 10, nee, Top 100, glaube ich, werden, ne? Mit euch, also ihr entscheidet das, was reinkommt, und wenn da halt keine Einsendungen kommen unter dem Video, dann macht er das wohl auch nicht. Und genauso habe ich das jetzt vor, und zwar die Klassik-Animes, die richtigen Klassiker, ne? Bis Jahre oder Ende 2010. Alles, was so ab 2011 kommt, wird dann nicht mehr in das Ranking kommen. Ihr könnt so viele reinschreiben, wie ihr also wollt. 1, 4, 5, 6, 7, und es soll so ein Top 10 werden. Und wenn alles gut war, vielleicht sogar ein Top 20. Also ich habe mir das so ein bisschen von Anipalast abgeguckt. Sorry, ich hoffe, du hast nichts dagegen, aber du machst ja die aktuellen, suchst du, und ich suche den absoluten Klassiker von Animes. Und dann habe ich mir noch was gedacht. Wie gesagt, könnt ihr hier unten schon mal runterschreiben, was eure Favorite Animes bis Jahre 2010 sind. Also Ende 2010. 31.12.2010. Was ab 31.01.2011 kommt, das geht nicht mehr in das Ranking. Könnt ihr hier unten ja mal reinschreiben, schon mal, was eure und wie ihr die Idee sowieso findet. Ne, damit endlich auch mal ein bisschen Aktivität da unten in den Kommentarzeilen ist. Da ist so wie so ein alter. Kennt ihr diese alten Western-Filme, wo so die ganze Straße nichts passiert, nur so ein Reisigball vom Wind durchgetragen wird? Genauso ist momentan bei mir unten in den Kommentarzeilen. Um da mal so ein bisschen aufzuräumen oder dass da mal Aktivität kommt, mache ich das mal halt so. Wenn ihr nichts schreibt, dann kommt auch das Video nicht. Dann plätschert das den Bach hinunter, die Idee. Okay, und dann habe ich gedacht, vielleicht so ab nächstes Jahr, so einmal im Monat, vielleicht so ein Talk zu machen. Mit euch zusammen, via Skype oder sonst wo. Eigentlich Skype. Skype ist einfacher. TS3 ist manchmal, kann man auch zwar machen, aber ist immer so ein bisschen kompliziert, sich da zu finden, weil sie selber noch aus der WoW-Zeit. Oh nee, bei mir funktioniert das aber nicht. Hast du das richtig eingegeben? Ja, ich habe das richtig eingegeben. Ich komme da irgendwie nicht auf deinen TS-Server drauf. Ich finde den nicht und sowas alles. Und bei Skype ist es dann ganz einfacher. Ganz einfacher. Ja, Deutsch. Ist gut. Ne, so ein Talk über Animes oder Filme. Ich würde dann so ein Thema vorgeben und dann lade ich da so mal ein paar Leute rein. Das hatte ich ja schon mal geplant gehabt und das soll dann ab nächstes Jahr losgehen. So einmal im Monat so ein Talk. Habe ich noch was? Ja, eigentlich nicht. Wie gesagt, momentan ist läuft es bei mir richtig gut. Jetzt haben wir so 16 Abonnenten. Wenn jetzt nichts während der Aufnahme und Hochladen dazwischen gekommen ist, sollte es noch vielleicht bei 16 bleiben. Weil manche sind ja immer so, kommt nichts, warum nichts kommt, hat nichts geschrieben. Dass aber mal sowas dazwischen kommen kann, wenn der Rechner gar nicht an ist, also sprich
gar keine Internetverbindung hat, weil der Rechner abgestöpselt wurde wegen Renovieren, okay. Ich hätte es auch schon vorher schreiben können, klar auch. Aber so ist das, denke ich mal, auch ganz gut. Also, jo. Und wenn alles klappt, finde ich meinen Adventskranz irgendwo in den Welten meines Computers wieder. Dann kommt hier das erste Lichtlein oder da, oder hier, oder irgendwo. Okay, ihr seid jetzt so ein bisschen informiert, warum gestern nichts kam. Meine zwei neuen Sachen habe ich euch, glaube ich, auch gut erklärt. Und ab nächste Woche geht dann alles wieder seinen gewohnten Gang. Also, das war's dann grob. Ich wollte das ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Achso, was mich noch jemand fragt, was auch vielleicht eine gute Idee wäre, wenn ihr Fragen habt an mich, dann könnt ihr es auch per Kommentar machen und nicht einfach nur PN. Irgendwie kriege ich mehr PNs als Kommentare, ist egal. Immer so Fragen hier, Fragen da. Und da werde ich vielleicht nochmal ein gesondertes Format machen. Weil viele gefragt haben, was guckst du denn so? Ja, LeFloid, Apple War Pictures und sowas alles. Mythenakte finde ich auch sehr geil, Anipalast. Welchen finde ich noch gut? Da gibt es auch so einen amerikanischen Nice Pasta, genau. Müsst ihr euch unbedingt mal geben. Ist ein amerikanischer, der macht auch so Creepy Pasta, aber auch nur geil. Nice Pasta. Al dente, so ungefähr. Okay, okay, dann habt noch einen schönen Rest ersten Advent. Man konnte ja heute schon das erste Türchen und die erste Kerze anzünden. Zwei Sachen auf einmal. Puh. Also, dann habt noch einen schönen Rest Adventssonntag und wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche Sonntag wieder, Samstag oder Sonntag oder beide Tage sehen wir uns dann wieder und da läuft dann alles wieder seinen gewohnten Gang, weil ich konnte auch, wie gesagt, nichts vorbereiten, weil, wie gesagt, irgendwie auch was mit Magics. Ich hoffe, das war nur einmalig, weil das Video, was ich gestern machen wollte, jetzt habe ich mich schon wieder verhaspelt, ey, das nervt mich so auch selber. Okay, lassen wir das. Bis nächsten Sonntag oder Samstag. Bis dann, Imanski. Ciao, ciao. Habt noch einen schönen Rest Advent.